wer der Erste war und das, was ich Ihnen schon gesagt habe. Der unser Vizelandrat, Herr Hammelow, mit dabei. War ein alter Bekannter, meine Damen und Herren. Ja, begrüßen ihn herzlich, das ist schön. Unser Amtsdirektor dabei. Wir grüßen euch. Ein wunderschön. Herr Wegert und unser Hauptvorsteher, der jetzt im Moment ein bisschen Ruhe hat, aber sonst rumrennen muss für unsere anderen. Nochmal extra Applaus für unser Feuerwehr-Blasorchester. Ja. Der Herr Ehler, der hat sowieso drauf, der kommt gerade aus dem Urlaub. Der ist eigentlich noch gar nicht richtig da. Jawohl. Ja, der Ingo Bernd aus Berlin, da schaut, der hat uns mal auf dem Acker gezeigt, wie Kartoffeln gelegt werden. Heute ist er wieder da. Ja, und Berlin grüßt unser Erntefest. Wir grüßen wieder zurück. Alles klar. Ganz großen Applaus für unseren Ziegeleipark Mildenberg. Ich werd, da fährt doch gerade der Reut. Ja, der Chef der Ziegeleipark. Ja. Ich werd verrückt, das ist er. Bernd Köhler. Bernd Köhler, der vieles für uns in Dolgo gemacht. Gucken Sie zur Kirche hin. Das ist Bernd Köhler in seiner Freizeit. Und das ist hier seine Truppe, die in Rheinsberg und überall ganz fleißig mitwirkt. Wir grüßen euch. Das ist er, von dem ich vorgelesen habe, dieses alte Prunkstück von 1953, das sie liebevoll mit über 1500 Stunden haben sie das Ding wieder in Ordnung gebracht. Das ist eine Leistung, prima. Blumenkinder aus Sternico, auch schon ein paar Jahre dabei. Begrüßen Sie die doch mal richtig, die kleinen Süßen. Die Sternico, was sind wir stolz, auf die Kleinen hier zu sehen. Ihr solltet noch mehr bringen. Kommt mal diesmal mit 4, 5 Wagen. Mann! Hallo, Burgwald! Oh, Mann! Hey! Also, habt ihr noch ein paar Leute bei euch? Das ist ja alles. Ja, ja, ja. Und wen sieht mein trübes Auge, der unseren Backofen erbaut hat? Aber Dago ist leer heute. Tut mir leid, meine Damen und Herren. Die sind hier bei uns in Dolgo. Jawohl. Schön, dass ihr gekommen seid. Wir freuen uns. Einfach spitze, Heinrich Dorf. Mann, jedes Jahr hat der Kind mehr aufs Heckenberg. Ja, ja, ja. Also, die haben mächtig was zu tun, die Leute in Heinrich Dorf. Das ist ja wunderbar. Ja, na, das wäre ja was, wenn ihr nicht kommen würdet. Hindenberg ist jedes Jahr dabei. Wir grüßen euch, ihr lieben Hindenberger Nachbarn. Hier aus Dolgo. Dicken Applaus. Hey. Robin, jawohl. Einer der fleißigen Lehrlinge beim KfL. Ui, guck mal, wer da kommt. Genau, der heißt nicht umsonst Ziege, der hat die auch noch zu Hause. Schaut mal. Ja, da sitzt und der macht sich gemütlich drin. Ja, der Lutz Häusler aus Groß-Woltersdorf. Mann, habt ihr euch fein gemacht. Ist das schön. Okay, Woltersdorfer. Prima. Also ich sag's doch, das Erntedankfest des Nordens, wir sind ja alle da. Hier sind die Menzer. Hören wir die Menzer? Ja, das sagen wir doch. Na prima. Sehr schön. Wir freuen uns. Sehr schön. Rechner,
Sternikow. Ja, Marcel. Auch der Wagen wird immer voller, oder? Ja. Herr Borg, das ist eben... Oh, habt ihr den ja aufgemotzt. Mein lieber Mann, auch aus Wensickendorf. Jawohl, Paschen. Ich freue mich jedes Mal. Wir sehen uns auch sehr oft auf Oldtimer Ausstellung. Wir grüßen dich, mein Lieber. Ja, da kommt er. Da kommt unser Ulf-Peter Degebrot. Den bitte klatschen Sie. Der macht so viel für solche Sachen. Der hat ein Herz für alte Maschinen und so weiter. Ja, und der Thomas Löwe, der da oben steht und alles mitfotografiert, ja, der ist gut. Der fährt mit und sieht alles. Ja. Wunderschön. Wir grüßen euch. Von Ackermann aus Kiel. Ja, der feiert ja noch von Grüneberg. Guckt euch den mal an. Ja, jawohl, schaut mal. Der hat den Knochen abgenagt und das Bier. Das ist ein feiner Kerl. Ja, der Oldtimer-Verein Löwenberg, meine Damen und Herren. Das ist auch eine Truppe, die alte Feuerwehrmaschinen so fliegen, so wie dieser hier. Ja, wir freuen uns drüber. Und Mutti, die fährt das Ding. Prima. Ach, jawohl, unsere Zernitor. Ich werd wahnsinnig. Schaut sie euch an. Jedes Jahr was anderes. Mann, Mann. Oi, 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 oi. Das ist Zernitor. Hey, wir lieben euch. Mensch. Und ich dachte schon, ist die Scheiße aus mit meinem Hut. Ja. Hatti, prima. Oi, nun macht euch mal bemerkbar, ihr Hübschen. Na, das meine ich doch. Das ist doch ein Ding. Oi, Junge, Junge, Junge. Was sind wir stolz auf euch? Oh, prima. So, ja, euch auch. Hör, der Rainer. Rainer, der, sonst hat er immer einen Ferkel mitgebracht. Schaut mal, jetzt hat er einen Igel. Da. Warum auch immer. Und die hat er gestern geerntet, die Kartoffeln, die er da hatte. Ja, unten am See hat er seinen Garten, der Rainer Zeitz. Ja, Hindenberg. Da sind ja die restlichen Hindenberg. Da sitzen sie alle drauf. Oh. Ich hab dich schon gewundert. Ja. Oi. Mann. Na, Hindenberg, jetzt hören wir euch nochmal. Ja, und wir klatschen zurück, meine Damen und Herren. Das können wir doch. Seid gegrüßt, ihr Lieben. Ja, und hier kommt ein ganz, ganz, ganz lieber Freund von uns, Heinz Herbig vom Heimatverein Neuglobzow. Meine Güte, schaut mal, der muss eine ganze Weile gefahren sein, nicht? Ja, Neuglobzow ist immerhin auch gut 10 Kilometer weg von uns. Heinz, wir freuen uns. Ach, und seine liebe Frau hat er auch mitgebracht. Der kann ja nie zu spät kommen. Sehr schön. Heinz, wir grüßen euch. Sehr schön. Wann seid ihr denn losgefahren? Na, ihr müsst ja gestern losgefahren sein, nicht? Ja. Hallo, Frau Herbig, wir grüßen Sie. Mann. Und hier haben wir nochmal die Firma-Rechner aus Zernikow. Ja, der Junge, der hilft uns auch sehr, sehr viel. Auf diesen Plätzen, wo wir jetzt sitzen, die hat er aus Mildenberg uns hergebracht. Obwohl er ein bisschen Pech mit seinem Fahrzeug hatte, meine Damen und Herren, ist er heute trotzdem hier gekommen. Wunderbar. Ja, da warten wir doch schon lange drauf, die jetzt kommen. Altglobzow grüßt eure. Meine Damen und Herren, da klatschen wir mal wirklich. Denn die haben schon wieder für unsere Tombola unheimlich gesponsert. Ja! Wunderbar, wir grüßen doch wieder. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns danke so unterstützen. Da. Mann, herrlich, dass ihr da seid.